Und wie läuft's bei dir so? Jo, alles super, alle machen alles. Ja, warum das scheiße ist, das erzähle ich dir in diesem Video. Warum ist es äußerst schlecht, dass alle alles machen? Geilstes Beispiel: Start-up-Unternehmer oder Unternehmen, um die 20 Mitarbeiter, alle machen alles. Bedeutet, hey, wie ist der Auftragsstatus da und da? Oh, der Kunde hat gerade eine E-Mail geschrieben, wer weiß das, wer hat das gemacht? Ja. Alle arbeiten an diesen Prozessen. Du hast bei 20 Leuten kannst du locker drei Personaler, drei Mitarbeiter einsparen, allein in Kosten durch die ineffiziente Kommunikation und Abstimmung, weil es keinen Prozess gibt, weil es keinen Workflow gibt, weil es keine Stellenprofile und klaren Verantwortlichkeiten gibt. Das bedeutet, alle machen alles, ist einfach ein schlechter Ansatz. Wir rechnen das mal durch. Ja? In meinem Buch, die Geld- und Zeitfresser, wie du die Geld- und Zeitfresser eliminierst, erfährst du in einer Übersicht natürlich, was das alles ist und im Detail einzelne Fallbeispiele von Zeit- und Geldfressern. Wir gehen mal rein. In diesem Fall, alle machen alles, rechnen wir aus. Man kalkuliert, 20 Minuten kostet eine Unterbrechung eines Mitarbeiters. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in einer Angebotskalkulation für einen Kunden. Und irgendeiner ruft oder ruft an, anrufen tut heute keiner mehr, man chattet, ja, und wird unterbrochen in diesem Arbeitsvorgang. Antwortet kurz diese Rückfrage und es dauert wieder genauso lange, bis du an die Stelle kommst, an den roten Faden, das Angebot fehlerfrei zu Ende zu kalkulieren. Das heißt, wir rechnen pro Unterbrechung als Standardwert 20 Minuten bezahlte Arbeitszeit. Jetzt überleg mal bei 20 Mitarbeitern, wenn alle alles machen, wir können es mal durchrechnen. Wir sagen 20 Mitarbeiter, alle machen alles. Ja, wir rechnen mal konservativ. Konservativ heißt Minimalansatz. Wir rechnen mal, ein Mitarbeiter wird gefragt. Der zweite wird gefragt, involviert, der weiß es auch nicht. Es kommen mindestens drei ins Spiel, um eine Frage zu beantworten. So, das heißt, wir haben 3 mal 20 Minuten. Das Ganze passiert mindestens dreimal am Tag. Das heißt, wenn wir das aufs Jahr hochrechnen, wir nehmen mal niedrigen Stundensatz. Lass uns mal einfach 25 Euro Stundensatz nehmen. Ganz einfach, nicht die Ingenieure etc. pp., sondern einen ganz einfachen Stundensatz nehmen. So, wir haben 3 mal 20 Minuten. Das Ganze passiert dreimal am Tag, sind 180 Minuten. So, jetzt haben wir 25 Euro pro Stunde. Das heißt, 180 Minuten durch 60 sind in Summe 3 Stunden. Das Ganze 3 mal 25, warte, vertippt, 3 mal 25, wir wollen ja korrekt rechnen hier, wir sind ja im Internet, 75 Euro pro Tag mal 220 Arbeitstage. 16.500 Euro, wenn dreimal am Tag drei Leute unterbrochen werden und miteinander kommunizieren. 16.500 Euro Gehalt. Jetzt haben wir nur klein gerechnet. Wenn wir jetzt, ich habe jetzt bewusst kleine Zahlen genommen, wenn wir jetzt realistischere Zahlen nehmen, höheres Gehalt hätten, dann hast du in der Größenordnung von einem Jahresgehalt zwischen 40, 50, 60.000 Euro eines Vollzeitangestellten, Zeitfresser und Geldfresser in deinem Unternehmen. Zeitfresser deswegen, weil die Zeit, die die Mitarbeiter statt Abstimmung miteinander und Kommunikation miteinander, weil alle alles machen,
effizienter am Kunden in einem Kundengespräch, in einem Akquisegespräch, in einer Auftragserledigung hätten eingesetzt werden können, also Opportunitätskosten. Es ist bezahlte Arbeitszeit und damit ist es gleichzeitig ein Geldfresser, weil du Geld bezahlst in bezahlte Arbeit, die aber nicht sinnstiftend ist, die du keinem Kunden in Rechnung stellst. Also überleg mal, du hast Unterbrechung in deinen Workflows, keine Verantwortlichkeiten, keine Strukturen etc. und sagst dann, lieber Kunde, wir haben halt 180 Minuten irgendwie noch rumgedoktert an deinem Auftrag. Ich schreibe dir das jetzt mal mit auf die Rechnung. Weil einer war im Urlaub, einer wusste nicht, wie es weitergeht, es ist falsch dokumentiert, einer hat vergessen, alles einzutragen vom letzten Gespräch, dir fehlen Informationen, jemand muss jemand anderes nachfragen. Das ist bezahlte Arbeitszeit, dein Geld, das natürlich auch noch versteuert wird in alle Richtungen mit Arbeitgeberanteil etc. pp., das aus deinen Hosentaschen fließt jedes Jahr. Also, in diesem Buch erfährst du, wie du deine Zeit- und Geldfresser eliminierst. Der erste Schritt ist natürlich, deine Zeitfresser und Geldfresser überhaupt zu kennen. Natürlich sind hier zwei Seiten, habe ich alle Details aufgelistet, welche verschiedenen Arten es gibt. Es gibt noch jede Menge Transport, drei Wegezeiten sogar, siehst du? Es gibt noch jede Menge Transportwege, Materialien, die hin und her gefahren werden sollen. Wenn du aber ein Dienstleistungsunternehmen bist, nicht kein Baugewerbe oder sowas, dann hast du diese Transportwege ja höchstens zum Drucker. Ja, aber heute druckt man ja auch nicht mehr viel aus. Also, dann hast du diese Wege vielleicht nicht. Aber es sind andere Zeit- und Geldfresser. Wir haben heute in unserem Prozesse 1 Bootcamp bei einem Teilnehmer das Ganze ausgerechnet, alle 8 einzelnen Zeitfresser und Geldfresser, 540.000 Euro und das, obwohl 2 von diesen 8 Geldfressern gar keine Anwendung fanden bei ihm, weil er schon eine supergeile Software implementiert hat. Und trotzdem 450.000 Euro Einsparung. Also, jetzt nimm doch einfach mal nur die Hälfte davon. Selbst wenn du 100.000 Euro mehr als Ertrag, als Gewinn rausholen kannst aus deinem Unternehmen und das nachhaltig jedes Jahr, ja, dann hast du doch schon gewonnen. Also, unter diesem Video findest du einen Link zu meinem kostenlosen Buch. Das habe ich deswegen kostenlos, weil diese Zeitfresser und Geldfresser, es ist mir ein Unding, dass man die nicht kennt. Ja, also ich habe so viele, man sieht es tatsächlich auch, fällt mir gerade ein, in einem, genau, hier ist ein Foto drin, wie wir im Prozesse 1 Bootcamp von den Teilnehmern die Zeitfresser und Geldfresser ausrechnen. Die Summe ist hier 1,79 Millionen. So. Wenn du das nicht weißt, als Unternehmer, Mann, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Also, trag dich ein, in dem Link unter diesem Video erfährst du, wie du deine Zeitfresser und Geldfresser identifizierst und vor allem, wie du sie eliminierst, damit du hier hinkommst in die Unternehmerfreiheit, in ein profitables Geschäftsmodell. Du musst lediglich die Versandgebühren bezahlen, also sichere dir deine Ausgabe persönlich hier in diesem Link unter diesem Video.